Ja, liebe Fans des VfL Gummersbach, liebe Partner und all diejenigen, die dem VfL Gummersbach eng verbunden sind, ich möchte mich heute nochmal an euch wenden mit dieser Videobotschaft, um zwei, drei Dinge loszuwerden. Bevor ich das mache, möchte ich allerdings im Namen des VfL Gummersbach den Eulen Ludwigshafen zum Klassenerhalt gratulieren. Ich glaube, wer am Ende einer solchen Saison über dem Strich steht, egal in welcher Art und Weise, der hat es verdient, die Klasse zu halten. Ich möchte den Bietigheimern Danke sagen für eine hervorragende Gastfreundschaft am Sonntag. Ich glaube, beide Mannschaften haben einen riesen Fight abgeliefert und die Verantwortlichen der Bietigheimer haben sich nach dem Spiel hervorragend präsentiert und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Mein größter Dank, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, geht an euch alle, an alle, die in Bietigheim dabei waren, in der Halle, an alle, die vom Fernsehen mitgefiebert haben, an alle, die Grußbotschaften und Fotos vor dem Spiel gepostet haben, an all diejenigen, die mit dem Herzen beim VfL Gummersbach waren. Und das waren ja eine ganze Menge. Ich möchte mich gleichzeitig auch entschuldigen dafür, dass wir die Klasse nicht gehalten haben. Das ist der schwärzeste Tag der Vereinsgeschichte gewesen und wir alle haben in den letzten Tagen getrauert und wir alle werden auch in den nächsten Tagen noch trauern. Keiner kennt diese Situation und alle wollten diese Situation vermeiden. Wir haben ein Jahr viel investiert dafür, um am Ende über dem Strich zu stehen und die Art und Weise, wie dieser Sonntag abgelaufen ist, der ist tragisch und der wird uns diesen Tag alle nicht vergessen lassen. Nicht vergessen lassen wird uns dieser Tag aber auch, weil ihr so viel dazu beigetragen habt, dass wir überhaupt noch die Chance hatten, die Klasse zu halten. Und das nicht nur in der ganzen Saison, sondern speziell am Sonntag. Das, was da in der Halle passiert ist, das war ja Wahnsinn. Ich habe sowas und ich glaube, keiner der Spieler oder Verantwortlichen in seiner Karriere schon mal erlebt. Ihr habt wirklich alles dafür getan und für jeden Einzelnen von euch tut es mir leid. Für jeden Einzelnen von euch kann ich aber eine Botschaft geben. Wir, der VfL Gummersbach, werden alles, aber auch wirklich alles dafür tun, um den VfL Gummersbach wieder in der ersten Liga zu etablieren. Wir haben uns geschüttelt, wir haben getrauert, aber wir werden jede Sekunde dafür investieren, diesen Verein, den geilsten Verein in Deutschland, wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Ihr habt an diesem Tag gezeigt, dass der VfL Gummersbach mehr ist als die Liga, in der er spielt. Nach dem Spiel, nach einem Abstieg unseres VfL in der Halle zu stehen und den Jungs mit Standing Ovations gegenüberzutreten, das ist einmalig und das verdient den höchsten Respekt. Und so viel Solidaritätsbekundung, so viel Schulterschluss, wie in den letzten vier Tagen in Gummersbach stattgefunden hat und wie viel wir beim VfL und ich persönlich erfahren haben, das hat mich zutiefst gerührt und das ist die größte Motivation, die man haben kann. Und wir alle zusammen, denen der VfL am Herzen liegt, wir werden zusammen dafür sorgen, dass wir irgendwann wieder dieses Ziel erreichen. Dieser Abstieg hat viele Gründe, der hat sich über Jahre abgezeichnet und ich glaube, dass es falsch wäre, da einen Schuldigen oder eine Situation dafür verantwortlich zu machen. Es sind viele Fehler passiert worden in den letzten Jahren, es sind viele Fehler gemacht worden in diesem Jahr, es sind viele Fehler gemacht worden an diesem Tag. Am Ende bleibt der Abstieg und am Ende bleibt auch ein Neubeginn und diesen Neubeginn, den wollen wir mit euch schaffen. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch, wir brauchen jeden Fan, wir brauchen jeden Partner und wir müssen noch enger zusammenrücken, denn gerade in solchen Momenten, da zeigt sich, was für ein toller Verein wir sind und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam das schaffen werden, was uns vielleicht keiner zutraut. Für viele, beziehungsweise für alle hier in Gummersbach ist die zweite Liga Neuland. Man hat eine Angst vor dem, was passiert. Man weiß nicht, was passiert, wie wir dieses Thema zweite Liga angehen werden. Das werden wir am nächsten Mittwoch in einer Pressekonferenz kommunizieren. Es geht um Ticketpreise, es geht um Spielpläne und. Alle Sachen, die uns natürlich jetzt beschäftigen. Alle Sachen, die wir in den nächsten Tagen noch konkretisieren werden.
Alles Dinge, mit denen wir in der nächsten Woche an die Öffentlichkeit gehen werden. Nochmal, ich möchte ganz, ganz großes Dankeschön sagen an alle, die dem VfL nahestehen, und ich möchte euch bitten, dabei zu bleiben. Wir als VfL brauchen euch, wir zählen auf eure Unterstützung, und ich bin mir sicher, zusammen werden wir alles schaffen. Vielen Dank.